Und ich bin jetzt verbunden mit dem Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, Stefan Raue. Sie wurden am Donnerstag vom Hörfunkrat des Deutschlandradios zum neuen Intendanten des Deutschlandradios gewählt. Die besten Glückwünsche für diese neue Herausforderung. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielleicht zur Chronologie, Herr Raue, zu der gehört, dass der jetzige Amtsinhaber Willi Stoll vorfristig aus dem Amt scheidet und eigentlich schon die Intendantenzimmerschlüssel längst hätte übergeben wollen. Wie wurden Sie denn gefunden? Ja, zum Finden gehört ja erstmal ein Suchen und ich nehme mal an, man hat die Findungskommission, die Verwaltungsräte haben sich in der Szene umgeschaut, haben sich umgehört, haben herumgefragt, haben viele Menschen angesprochen. Und zu den vielen Menschen, die angesprochen worden sind, ob sie sich denn sowas vorstellen könnten, gehörte auch ich. Mich haben mehrere Vertreter des Verwaltungsrats in der Findungskommission angesprochen, ob ich daran Interesse hätte und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich gestehe es, dass ich ohne langes Zögern Ja gesagt habe. Also es war keine aktive Bewerbung von Ihnen, sondern Sie waren echt überrascht? Ja, nach einem doch jahrzehntelangen Berufsleben ist man selten überrascht, aber ich war positiv überrascht, das ist schon richtig. Weil es gab ja im Vorfeld auch Spekulationen darum, wie die Kandidaten gefunden werden. Die eine Spekulation war auch, dass man eine bestimmte politische Farbenlehre einhalten wolle. CDU und SPD-Ansprüche wurden als möglich diskutiert. Lassen Sie sich denn parteipolitisch verorten? Ich bin immer politischer Journalist gewesen. Ich bin 1986 Journalist geworden. Ich bin ein politischer Mensch. Ich habe in meinem Leben mich auch für demokratische Parteien engagiert. Das war in meiner frühen Jugend die Junge Union, die Schülerunion und die CDU. Und ich bin beim Rücktritt von Helmut Schmidt SPD-Mitglied geworden, habe in einem Ortsverein Bielefeld-Großdornberg in der Juso AG für Zebrastreifen und Ampelanlagen gesorgt. Und bin 1986, als ich Journalist wurde, in den passiven Zustand dann gewechselt und habe gesagt, das verträgt sich nicht mit meinem journalistischen Job, aktiv Politik zu machen. Aber ich bin ein hochpolitischer Mensch und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich meine politischen Überzeugungen habe. Aber meiner Arbeit hat man das bisher nicht angemerkt, zumindest habe ich das bisher nicht wahrgenommen. Womit wollten Sie denn dann den Hörfunkrat überzeugen? Ich nehme mal an, mit Inhalten. Was wissen Sie letzten Endes, was von Ihrer Rede bei Ihrem Bewerbungsgespräch tatsächlich dann auch überzeugt hat? Der Hörfunkrat war sehr neugierig, wissbegierig, was mein Führungsstil angeht. Da hatte man sich schon rumgehört und hatte gefragt, was ist das für einer? Ist das einer, der eher autoritär führt? Ist das einer, der kooperativ führt? Ich bin nun ein Vertreter der kooperativen Schule. Ich versuche, Führungskräfte und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen frühzeitig einzubeziehen in wichtige Entscheidungen. Bin sehr neugierig auch auf die Perspektiven und Einschätzungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, dass die ganzen Entwicklungsprozesse dadurch wesentlich besser werden, vielfältiger, interessanter, spannender. Und man hat sehr viel Wert darauf gelegt, was ich für Vorstellungen habe, was die digitale Zukunft angeht und was ich mit dem klassischen Radio natürlich vorhabe. Ja, und da haben Sie im ersten Interview beim Deutschlandfunk gesagt, dass Sie die User oder die Hörer bekommen wollen, die mit RTL sozialisiert wurden. Erschließt sich das nicht aus wie Feuer und Wasser? Nein, das habe ich auch lange geglaubt. Das will ich schon zugeben. Ich meine damit die Generation, die erwachsen wurde oder jugendlich war, als RTL Sat.1 und das Privatradio und das Privatfernsehen auf den Markt kamen, die damit aufgewachsen sind, die gesehen haben, dass auch die privaten Nachrichten anbieten, auch Informationen anbieten, dass die in manchen Dingen sehr viel schneller, sehr viel frecher, sehr viel aggressiver sind als wir Öffentlich-Rechtlichen. Und denen man nicht mehr mit der Gründungsgeschichte des Öffentlich-Rechtlichen nach dem Krieg kommen kann. Die glauben, dass es einen guten Grund dafür gibt, dass es Öffentlich-Rechtliche gibt. Die sehen die Schwerpunkte dort bei Politik und Kultur, aber alles andere können die Privaten wesentlich besser. Und diese Generation oder diese Generationen ja inzwischen schon, die muss man anders ansprechen als die Älteren und auch als die ganz Jungen, die gar nicht mehr so sehr zu dieser Generation RTL gehören, die ganz andere Interessen haben. Also ich sage mal 29- bis 59-Jährige, das ist eine schwierige Generation. Das sehen wir beim Fernsehen in den Einschaltquoten, dass da wir unterdurchschnittlich abschneiden.
Und aber das sind auch Beitragszahler und das sind ganz interessante Menschen. Das sind überhaupt nicht Menschen, die nur irgendwelche Dschungelcamps gucken wollen. Die orientieren sich in der Welt genauso wie unser eins öffentlich-rechtlich. Aber ich glaube, dass wir denen spezielle Angebote machen müssen und dass wir auch denen zeigen müssen, dass wir sie als Beitragszahler und als Kunden Anführungsstrichen ernst nehmen. Aber liegt der Erfolg des Deutschlandradios nicht genau darin, dass er nicht den Ästhetikmustern des kommerziellen Funks folgt, sondern konservativ beim Deutschlandfunk geblieben ist, beim Deutschlandfunk Kultur eher moderat, aber eigenständig experimentiert und bei Nova total neue Wege als Radio geht? Ja, ich finde das diesen Kurs auch völlig richtig. Ich bin auch nicht als jemand angetreten, der das in irgendeiner Weise abqualifiziert, was bisher gemacht worden ist. Ich bin danach gefragt worden, wie das weiterentwickelt werden kann. Und darauf habe ich geantwortet, dass wir stärker auf diese Generation gucken müssen. Das betrifft nicht nur Deutschlandradio, das betrifft alle. Und ich bin auch sehr dagegen, praktisch mit der Wurst nach dem Speck zu werfen. Also ich bin sehr dagegen, auch das Profil von Deutschlandradio mit seinen Angeboten zu verwässern. Aber vielleicht hat ja diese Generation andere Themen, vielleicht sind für die andere Themen wichtig, vielleicht ist für die manchmal auch eine andere Ansprache wichtig, vielleicht sind wir manchmal zu, und damit meine ich nicht das Deutschlandradio speziell, sind wir Medien, wir politischen Redakteure oder Kulturredakteure zu vielleicht abgehoben, vielleicht haben wir uns dem offiziellen Jargon zu sehr angepasst. Vielleicht müssen wir dort etwas direkter, etwas nahbarer sein in vielen Fällen. Also ich glaube, da gibt es eine breite Palette an Veränderungsmöglichkeiten. Es geht nicht darum, sich anzupassen, dann wird man sowieso nicht akzeptiert. Das sind ja keine Menschen, die nur wollen, dass man im Prinzip RTL oder Sat.1 oder wen auch immer kopiert. Nein, die wollen schon eigenständig öffentlich-rechtlichen, aber wir müssen denen stärker signalisieren, dass wir ihre Themen und ihre Art, Medien zu beurteilen, auch ernst nehmen. Vielleicht liegt ja die Zukunft des Radios auch im Bild. Sie sind ja trimedialer Chefredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk. Vielleicht war das ja auch der entscheidende Punkt. Ich bin da auch nachgefragt worden und ich habe da auch ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht der letzte Stand meiner Erkenntnis, aber mein jetziger Stand ist, dass die Bebilderung von Hörfunkangeboten außerordentlich komplex ist und ich sie eher skeptisch beurteile. Es sieht mit Verlaub immer ein bisschen wie Fernseh für Arme aus. Die Bildsprache im Internet hat eine ganz andere Dramaturgie. Wir verwenden auch eigentlich kaum noch ureigene Fernsehbeiträge für die Nutzung im Online-Angebot. Da helfen auch die klassischen Fernsehangebote nicht. Ich halte sehr viel davon, die Schwerpunkte oder die Schnittmengen zwischen Hörfunk und Online-Angeboten stärker zu beobachten. Die Schnittmengen sind nämlich Schnelligkeit, die Möglichkeit des Begleitmediums und die Interaktion. Vor allem das Letztere hat ja Fernsehen relativ wenig. Das hat ja immer was sehr Künstliches, sehr Gestelltes. Das Fernsehen ist viel zu schwerfällig für Beteiligungsformate und für Interaktion. Und in diesem Bereich, glaube ich, sind die großen Chancen für einen Hörfunkanbieter im Online-Bereich mit einem sehr selbstbewussten Engagement in den sozialen Netzwerken, bei den Portalen, in Chatforen. Wir müssen Angebote machen, wir müssen das pflegen und betreiben. Man kann nicht davon ausgehen, dass man nur die Marke ins Schaufenster hängt und dann kommen die Menschen schon angelaufen. Nein, man muss seine Fans sich auch erarbeiten. Das zeigt dann sehr, sehr gute Erfolge. Für mich ist Visual Radio gar nicht so sehr das arme Fernsehen, sondern das ehrlichere Fernsehen, weil weniger inszeniert und dass deswegen auch die Nähe zum Nutzer stärker ist. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich mal in die Glaskugel gucken, wohin wollen Sie mit dem Deutschlandradio? Denn es ist eigentlich sehr gut aufgestellt. Ja, zweifellos. Zweifellos. Und ich habe überhaupt keine Sekunde daran Zweifel gelassen, in allen Gesprächen und allen Vorstellungen, die ich dort zu absolvieren hatte. Nein, das ist ein ganz tolles Radio, was dort angeboten wird. Man kann da mit großem Stolz den ganzen Tag durchhören und hört immer wieder neue Aspekte, neue Zugänge. Ich habe überhaupt keinen Ansatz, dort irgendwie die Dinge völlig auf den Kopf zu stellen. Mein Interesse ist es, in den nächsten 5 Jahren dieses Radio mit seinen Angeboten weiterzuentwickeln und meine Ideen dort einzubringen. Ich hoffe, dass ich die Diskussion, die im Haus ohnehin geführt werden, bereichern kann mit meinen Erfahrungen, multimedialen Erfahrungen, meinen Erfahrungen mit der digitalen Welt, meine Erfahrungen aber auch in der Diskussion mit den Nutzern und mit den Menschen in den Regionen.
Also ich glaube, dass ich in der Diskussion dort schon etwas dazu bringen kann, aber ich habe nicht die Idee, dort die Dinge praktisch völlig umzuwälzen. Nein, das ist ein ganz tolles Radio mit ganz tollen Angeboten. Meint der designierte Deutschlandradio-Intendant Stefan Rau, noch Chefredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk, ja, dann viel Energie und Glück für Ihre Aufgabe. Gerne, vielen Dank.